So Leute, heute nochmal ein neues Video auf meinem Kanal. Und zwar dieser gesprengte Bunker. Da hatte ich schon mal ein Video gedreht in meinem Kanal, ich glaube 1 oder 2. Aber da wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das ein Bunker war zum Schutz eines Bergbaus, und zwar der Mitarbeiter der Tagesanlage. Das heißt, wenn ein Luftangriff war, sind die halt dort in den Bunker und haben dort Schutz gefunden. Und ich kann es erfahren, solche Zeitzeuge, der selbst schon vom Bergbau tätig war. Ich habe ihn gefragt, er hat geantwortet, es stimmt, der Bunker gehörte zum Bergbau. So Leute, ich hoffe, das Video gefällt euch und ich würde mal sagen, let's go, viel Spaß mit dem Video. Da sieht man auch schon noch die Stahlkonstruktion, also mit dem Betonstahl, wie das alles früher mal gegossen worden ist. Das ist schon ziemlich stabil gebaut worden. Na gut, musste ja schon als Bunker. Ich verstehe nicht, warum hat man die Bunker nicht erhalten, einfach nur weggesprengt. Wäre vielleicht manchmal interessant gewesen, so was Ähnliches wie ein Museum oder sonst irgendwas. Aber nee, weg damit. Schlimm. Auf jeden Fall haben sie damals Schutz gefunden, wenn ein Luftangriff war. So, der Stern da, leider mehrere. Das sind Reste eines gesprengten Bunkers und der Bunker, der hat die Funktion von einer ehemaligen Grube, für die Leute, die über Tage gearbeitet haben. Na, da hole ich das mal ein bisschen näher bei, da sieht man mal, wie die Stahlkonstruktion da war. Mann, 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 ist das so, so uneben. Das ist schon ewig hier. Ziemlich verdammt lang. Das sind schon ganz heftige Brocken, ne? Also richtig fette Geräte. Warte mal, hier auch noch Brocken. Die sind gerade so groß. Aber es war schon ganz schön heftig, wie die das Teil so gesprengt haben. Also muss ich Stativ richtig schlecht halten, dass es nicht umkippt. Da sieht man das Ganze noch ein bisschen intensiver. Und man sieht auch, wie dick das war, die, wie soll ich sagen, die Wände halt von dem Bunker. Das ist Wahnsinn, wie die das so gebaut haben. Aber leider sind die Menschen, das sind wahrscheinlich gar nicht mehr so, oder? Vergammle, würde ich mal sagen. Ziemlich offen von dem Brocke sieht man richtig die ganze Stahlkonstruktion. Also wie ich schon erwähnt habe, wie das früher aufgebaut war, ist Wahnsinn. Guckt auch noch eine kleine Stahlspross raus. Wenn man es auf der Kamera erkennen kann. Und so sieht man noch im Hochstellen, ebenfalls auch ein Teil von dem Bunker. Das ist ja nicht so heftig, ne? So große Teile wie bei der Oppe, wie die erste, wo ich euch gezeigt hatte. Dann machen wir mal ein bisschen Frankraut-Inblende.
Nur da sind A-Steine, da sieht man noch die Stahlkonstruktion, aber die sind nicht gerade so dick wie die, wo ich vorhin euch gezeigt hatte. Ich gehe mal davon aus, dass das echt die Innenräume waren. Noch ein Blick aus Decke. Ja, schade, normal wäre da noch Badesaison, ne? Aber die wird es wohl nicht geben. Leider, 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 schade. Und hier ist eine Kennzeichnung. Nur was hier so sitzt, das ist ein Teil einer Grubenbahn, die unter Tage die Bergleute von A nur B befördert hat. Praktisch schon ein Fahrer bis zum Arbeitsplatz und nochmal zurück. Also war nur eine Treppe, die von der oben runter kam. Man sieht, da kommen Wolke. Oh ja, da wird es schon dunkel, da kommen schon Wolke. Also gibt bestimmt was. Ja, sieht schwer nur aus, dass was gibt. Noch eine Lore. So Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Das war jetzt nur noch auf die Heimatgeschichte. Zum Älteren mache ich so oder so jetzt Schluss, weil es kommen langsam Wolke auf. Gewitter ist gemeldet und da würde ich sagen, da geht's ab in die Heimat, nach Hause. Und zum Älteren bleiben fit, munter und gesund und haut rein. Bye bye, bis zum nächsten Video.